die GMO-Nahrungsmittel eine Katastrophe sind, die auf uns zukommt, die riesig ist. Wir stellen ja bewusst Nahrungsmittel her und keine Lebensmittel mehr. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass das regelmäßige Essen von genmanipuliertem Essen ungefährlich ist. Es gibt keine Studie dazu. Und es gibt, wie gesagt, viele blockierte Studien, die zeigen, dass es gefährlich ist. Und er konnte deutlich zeigen, dass die genmanipulierten Nahrungsmittel fast null Lichtabgaben hatten. Nichts, diesen Auftrag gar nicht erfüllen können, den die Lebensmittel haben. Nicht nur kopfahrlässig das zu tun. Wir zerstören das, worum es hier gerade geht, was ein Lebensmittel im Elementaren ausmacht. Als ich angefangen habe, in den USA zu arbeiten, war die Häufigkeit von Autismus bei 1 von 20.000 Kindern. Heute ist es in New Jersey, Bundesstaat, 1 von 18. Es war erschreckend, die Daten, und waren auch Tierstudien natürlich dann dabei, die gezeigt haben, dass die Tiere deutlich kränker sind, schwächer sind, die genmanipuliert ernährt werden mit den gleichen Nährstoffen wie die Kontrollgruppe. Weil wie willst du denn einen Nährboden sehen, wenn du nicht Grundlage erstmal dessen dem Körper schaffst, dass er sich wieder neu nähren und aufbauen kann? Das ist ein globaler Suizid, den Amerika begeht.